Nee, ich sag's, Leute, willkommen zurück zur Let's Play Resident Evil. Ich bin Shazorino 5 und ja, ich habe mir jetzt so mal grob Gedanken gemacht, wo ich jetzt hin kann, wo ich hin sollte. Und ich glaube, Boston ist eine ganz gute Idee. Zumindest ist das eine der wenigen Optionen, wo ich jetzt noch hin kann. So von dem, wo mir der, weil, ja, Tür ist fest verschlossen. Ich hasse es, wenn Spiele mir das sagen. So, dann muss ich mal gucken, wie geht das denn jetzt am schnellsten da? Am besten hier unten durch den Gang. Einmal hier durch und einmal da. So, die beiden, der eine hat keinen Kopf mehr, der nervt mich nicht. Der andere brennt, der nervt mich auch nicht mehr. Und hier war ja keiner, ne? Auch wenn die Musik ominös ist wie sonst was. Was war hier? Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Okay. I got you. I got you, babe. Ba, 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 ba. I got you, babe. So. Jetzt sind wir Haupthalle. So. Durch die Mitte, da war ich schon. Das bringt mir also nichts. Gut, dann gehen wir mal Richtung Boston. Jetzt muss ich mal gucken. Welcher war das jetzt? Ups. Da unten komme ich nicht durch. Was war das hier, was mir hier gefehlt hat? Von der anderen Seite. Das macht Sachen ja nur noch schlimmer. Wie komme ich denn da hin? Von der anderen Seite. Da. Really? So. Ich glaube, hier auf der Ecke habe ich mich noch sowieso noch gar nicht so viel umgeguckt. Und ich höre hier irgendwas Matschiges rumstampfen. Ach, schau mal. Ja, okay. Ich kann das Ding also schieben. Ich sollte eigentlich sparen, aber ich glaube, du wirst mir sonst nicht aufhören, auf den Keks zu gehen. Ey, 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 ey. Nicht anfassen beim ersten Date. So, ich habe noch was über, weil ich glaube, du wirst nicht aufhören, mich zu nerven. Really? Echt jetzt, Kumpel? Sehe ich so aus, als hätte ich das über. Ach so. Was? Bin ich immer zu voreilig? Ich glaube, ich bin immer zu voreilig mit dem Ganzen. Okay, das Ding kann ich schieben. Na, wenn wir das nicht da runterschieben können. Fleischpower! Ja, schieben, die männlichste Aktion in diesem Spiel. Fleischpower! Nimm das, Tisch! Haha, Tisch! Das geschieht dir recht! Eher Boden. Ja, hab ich nicht. Da ist doch so ein riesiger Tisch da unten. In der Mitte, nicht in der Seite. Das der Tisch ist überall. Tisch ist omnipräsent. Nein. Nein! Ba, 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 I got you, babe. Ja, super, das ist ein super Theme für dieses Let's Play, definitiv. Es nimmt dir die Angst. Unter anderem. Ja, Chris haut Leute, Jill nutzt Schwerkraft. Hahaha, was haben wir denn hier? Ein Chaos Emerald. Kann ich nur nicht tragen, ja stimmt, da war ja was. Warte mal. Jetzt schleppe ich schon wieder zu viel Zeug mit mir rum. Was? Brauchst du jetzt? Nee, ich stehe auf Warnung. Aber gut. Oder ist das ein... Ach, das ist ein rotes. Ach, das kann ich nicht einfach rauchen. Eben. Rotes vermischt man entweder mit grünem oder blauem, damit der Effekt stärker wird. Ich weiß ja nicht, ob ich blaues Zeug rauchen sollte. Nur mal so nebenbei. Blaues ist für... Ergiftung? Ja. Och, ganz great. Das ist ja ein Wunderbärchen. Aber okay, warte mal, jetzt wo ich ja Dinge pushen kann, vielleicht kann ich ja noch mehr Sachen kaputt machen. Vielleicht kann ich ja noch mehr Eigentum kaputt machen. Hm. Warte mal, hier war ja das Ding hier. Du bist mir schon die ganze Zeit. Ich meine, ich kann dich nicht schieben. Will das Ding. Willst du ein Chaos Emerald?
You want a Chaos Emerald? Offenbar nicht, okay. Mal prüfen, das Ding. Ja. Ein regulärer Chaos Emerald. Wunderbar geschnitten, auf Hochglanz poliert. Man nennt sowas Chaos Emerald. Nö, brauche ich nicht. Okay, gut. Das heißt, ich, ja. Das glitzert da oben weiter vor sich hin, macht mich kirre und, ja. Und du kommst nicht auf die Idee, den Raum da weiterzugehen, oder was? Ich war doch da schon! Ganz durch? Ja! Really? Ich war da schon überall! Ich war schon hier, ich war schon da, hier habe ich überall rumgepimmelt. Und an dem Objekt bist du nicht angekommen? Ich hab's in Folge 1 sogar schon gesehen. Aber ich habe mir gedacht so, ja gut. Dann habe ich irgendwann in Folge 3 oder so, glaube ich, sogar schon drauf geschossen. Hat auch nicht funktioniert. Aber ja, das Spiel teast mich die ganze Zeit damit jetzt. Oder soll ich? Warte mal. Jetzt sag mir nicht, ich soll. Ich denke, ich kann, ich denke, ich sollte. Ja, Mensch. I feel kind of retarded right now. Ja, Mensch, gut, dass ich mich überhaupt nicht dumm fühle gerade. Das ist eine Karte. Ich spreche dich drauf an, wenn du das nächste Mal blind irgendwas machst, ja? Okay, danke. Ich hab dir nur geholfen. Ja, da, ja, da. Nee, das stimmt. Das stimmt. Wo waren wir? Ach ja, Chaos Emerald. Wieso haben wir jetzt ein fucking Chaos Emerald? Ich erinnere mich jetzt nicht gerade an irgendeine Ecke, wo ich ein Chaos Emerald für gebrauchen könnte. Oder? I really can't remember. Auf jeden Fall habe ich ein Chaos Emerald, so viel ist man sicher. Und der Kerl hat mich weiter genervt. So, back to business. Das ist der Gang, das ist der. Ich komme durch den hier. Ach, guck mal. Ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Ablegen, yes, please. Och, wie schön. Ich brauche den... Okay, Jill weiß auf magische Art und Weise, dass es keine weiteren dieser Türen gibt. Oh nee, ich höre schon wieder. Ich habe den Dietrich verwendet. Der krumme Dietrich. Das Schlimme ist, ich habe gerade... Ich habe jetzt das Längere nicht gespeichert, Ryan. Hier wachsen grüne Kräuter. Sie riechen aber nur wenige Anwendungen. Ja. Ach so, das ist... Ach so. Ah ja gut, immerhin bin ich wieder gesund. Hier ist doch der Balkon. Es sieht mir nämlich nach einem Balkon aus. Ach, schau mal, na guck. Daneben. Fuck. Mist. Oh, zwei von euch. Wunderbar. Das paart sich wunderbar mit den paar Schuss, die ich noch rüber hab. Ja, schön daneben geschossen. Lässt du jetzt mal los, du Vieh. Alter Verwalter. Oh, come on, ihr blöden Mistviecher. Haben wir's jetzt? So. Ja, gut, die Hundepfeife brauche ich auch nicht mehr. Ich weiß ja, dass sie jetzt da sind. Ui. For fuck's sake. Life got complicated really fast. Oh, yeah.
Unser aller Leben wurde sehr schnell sehr kompliziert. Kaum noch Munition und Tölen, die ich aus irgendeinem Grund nicht treffen kann. Ui. Ich bin ja dazu verleitet, mir meine Knarre zu holen. Also meine schöne Knarre. Das Problem... Ich habe da auch nur 6 Schuss drin. Ich meine, hier, wie viel habe ich hier noch? Ich habe 5. Und die Dinger zu messern ist, glaube ich, auch nicht meine schlauste Idee. Alles ist ja gerade nicht meine schlauste Idee. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe irgendwie gerade nur scheiß Ideen. Weißt du was? Fuck it. Ich gehe kurz. Geh kurz, hol mir Schotti. Ich hol mir Schotti für die alle Fälle. Es sind vielleicht 2, 3, 4, 12 Schuss. Weil ohne Scheiß, die Biester gehen mir hart auf den Piss. Ich habe sonst kaum noch Munition. Das war... Ach ja, da unten. Genau. Ich wünschte, ich hätte mir welche aufgehoben. Das ist ja das Problem an der Sache. Weil fuck Frank und Doofbüdel hier haben sich ja gedacht, boah, I can't get enough. I just can't get enough. Und da haben sie sich gedacht, I just can't get enough. Und um ehrlich zu sein, warte mal. Ist es noch etwa Hälfte Kerosin da? Ja, können wir einmal auffüllen. Passt ja auch, wenn wir gerade mal hier sind. Dann möchte ich nämlich dazu auch nochmal speichern, weil wenn ich mich mit den Biestern anlege... Ne. Um genau zu sein, wir können auch gleich den Chaos Emerald einmal einpacken. Ich glaube, den werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Also. Okay. So, okay. Soweit, Dandy. Das packen wir mal wieder rein. Und den Chaos Emerald packen wir mal weg. Blauer Edelstein, wofür wir den wohl irgendwann mal brauchen. So, ich weiß auf jeden Fall, dass diese beiden Hunde, die kriegen gleich Special Treatment. So viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. So kann ich jetzt schon sagen, die kriegen gleich the Special Sauce. They get the sauce. No Ketchup. Ja, das rote Kraut. Ich weiß ja, wo ich Grünes herkriege. Von daher möchte ich das Rote eigentlich noch behalten. Weil das kann ich dann instant kombinieren. Deswegen das... Ich habe jetzt 2 Slots frei. Also bitte, bitte. Bitte, bitte. Schau mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe. Box mir doch bitte nicht mehr auf den Mund. Das ist so ungesund. Jetzt ist die, was ich mich schon die ganze Zeit frage. Muss ich bei den Hunden nach unten zielen oder ist das absolut blöd, was ich mache? Weil, ne? So. Ich benutze erstmal noch, ich versuche es noch erstmal mit der Knarre. Ich habe ja gespeichert, von daher kann ich es dann nochmal mit dem Ding versuchen. Wenn ich die Shotgun nicht brauche, brauche ich sie nicht. Ich kann nichts sehen. Aber ja, die Viecher sind da. So viel ist man sicher. Lass doch mal los jetzt. Meine Güte. Himmelherrschaftszeiten. Ihr geht mir echt auf den Piss. Alter. Ich kann nicht mal abdrücken. Was zur Hölle? Ihr seid einfach nur... Scheiße! Meine Güte! Halsband, gib mir das! Wie viel Schuss hat mich das jetzt gekostet? 2. Ach, kritisch! Ach, wunderbar! Ach nee, warte mal! Schoschmann, was machst du denn da? Was machst du denn da, mein lieber Schoschmann? Du machst doch voll Blödsinn! Da ist doch noch Kraut, das liegt einfach so im Pott! Nimm es mit und iss es. Deine Wunden sind dann flott weg. Dinge. Rauch einfach irgendwas. Das ist die merkwürdigste Version von
Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die ich hier in meinem Leben gemacht habe und gehört habe. Okay. Lass mich raten. Da ist... Nothing. Keine besonderen Merkmale. Ah. Hä? Münze war im Halsband verborgen. Rüstung. Ah, die Form... Wow. Nicht... Moment, was? Sieht aus wie ein Schlüssel, aber nicht steif genug zum Umdrehen. Willst du mir damit sagen, ich habe jetzt einen Schlüssel, den ich nicht verwenden kann, weil er nicht hart ist? Ich schwöre dir, mein lieber Schlüssel, ich zeige dir all den Hardcore-Porn, den es auf dieser Welt gibt. Und dann, wir verstehen uns. So, jetzt habe ich also den Rüstungsschlüssel, aber er ist nicht hart genug. Das habe ich in meinem Leben auch so noch nicht erlebt. Dass ein Schlüssel nicht hart genug ist. Ich meine, was ist es dann? Ah, lass mich raten. Besuch? Hier ist doch ich habe doch bestimmt hier irgendwo Besuch. Ich höre dich. Ich höre dich, du Dumbledore. Oh, zwei sogar. Das ist ja ganz dandy. Das ist ja wunderdandy. Wenn wir ganz vorsichtig sind, kommen wir einfach an denen vorbei, ohne Streit anzufangen. I will fucking cut you. Okay, scheiße, hier ist Dings. Nein. Nicht anfassen beim ersten Date. Du bist echt, ne? Scheiße. Ihr seid mir echt ein bisschen zu aufdringlich, nur um das mal zu sagen. So, kann ich mich an dem anderen einfach vorbeimogeln? Natürlich nicht. Wir sind anhänglich. Ist ja klar. Finger weg. Nicht beim ersten Date. Harte rote Lippe. Danke dir fürs Followen. Ja Mensch, wenn das mal kein Zufall ist. Jetzt bin ich hier. Ist das ein Safe Room? Oh, es ist ein Safe Room. Oh, wie schön. Hier gibt es verschiedene Arten von Seeren. Also, sonderbare Farbe. Ein zerwühltes Bett. Alte Schreibmaschine. Ah, okay. Was? Voller Pillen. Leider keinerlei Munition. So, dich packen wir mal wieder weg. Auch wenn ich das gerade relativ ungern mache. Weil ich nur noch zwei Schuss im Dings hab. Ja, Schlüsselimitation. Weißt du, da denkst du, geil, da hast du mal was Geiles gefunden und in Wirklichkeit hast du das nicht. Das ist ja mal wieder ganz dandy. Ist ja mal wieder Jens. Mein, das Ding haben wir immer noch. Wir haben immer noch einen blauen. Wir haben immer noch einen Chaos Emerald und Unkrautvernichter. Soll ich saven? Ich bin gerade so am Popo, dass das vielleicht sogar gar nicht mal so eine doofe Idee ist. So just in case. Ich weiß, ich sollte damit vorsichtiger sein, aber... You know... Wenn man kaum noch was hat, womit man sich wehren kann... Ich meine, an den beiden möchte ich eigentlich jetzt gerade nur vorbei und hoffentlich kommen die da jetzt nicht raus und nerven mich. Das wäre echt nicht witzig. Und bevor mir das gleich irgendwer in den Ohren liegt, ich pack das Ding ja schon weg.
sondern habe jetzt eine Schlüsselimitation. Ja gut, das können wir also von unserer Liste streichen. Leider ist es nicht der Schlüssel, nach dem wir gesucht haben. Holzkisten sind voller, sind blutbefleckt. Ach, du stehst jetzt hier unten. Es ist ja schön, dass du deinen Spawn mal verlegt hast. Riecht unangenehm. Es ist Putzmittel, meine junge Dame. Wir haben den Dietrich verwendet. Oh, der krumme Dietrich! Oh! Der krumme Dietrich! Ich heiße nicht krummer Dietrich. You can't. Defektes Gewehr. Ich hätte also das defekte Gewehr mitnehmen können. Und dann hätte ich mir diesen einen Raum erspart, wahrscheinlich, I guess. Batteriepack? Nur alte Möbel. Oh! Oh, ich wollte schon immer mal so ein Deppen tasern. Oh, nice! 3 Stück! Und Kerosin! Es ist noch Kerosin da. Es ist bereits voll. Echt, 2 und dann ist voll? Ja gut, also ich hätte hierhin gekonnt und dann hätte ich denn mir quasi den Quetschraum einfacher machen können. Okay. Das ist something. Jetzt ist die Frage, komme ich kurz an diesem Deppen vorbei, um die Farbkanister einmal... Bist du friedlich einmal kurz? Nur ganz kurz. Chill mal ganz kurz deine Zone. Ich will nur kurz wirklich die Farbkassette. Was? Wieso soll ich eine kaputte Knarre mitnehmen? Das scheint mir sehr unproduktiv, aber okay. Gut, wenn du das meinst. Also, wer Ausrufezeichen nicht benutzt und trotzdem aussagekräftig ist, ja gut. Dann wird das schon stimmen, ne? Na gut, dann holen wir uns halt ein defektes Gewehr. Habe ich mir schon immer gewünscht. Mal, hätte ich hier überhaupt vorher hingekonnt? Ich denke ja. Wenn ich damit den Viechern den Schädel einschlagen kann, das wäre definitiv defekt. Kaputt und schießt nicht. Dann hat er seinen anderen Nutzen. Die Frage ist ja gerade. Ich habe ja gerade eine ganz andere Idee, aber komme ich da jetzt überhaupt noch hin? Nee. Der Raum ist blocked off. Da komme ich nicht mehr hin. Ergo, den Sinn, den ist wahrscheinlich den, den ich jetzt gedacht hätte, den kann ich mir sonst wo hinschieben. Dann ist jetzt also die Frage. Was soll ich mit einer kaputten Knarre? Ja, ich habe in etwa sowas für einen Rüstungsschlüssel, aber nicht auch wiederum nicht. Ich werde mal dein Movement ein bisschen manipulieren, Junge, weil ich habe gerade nicht die Lust. Komm mal her, hier ist eine schöne Säule. Hier ist eine wunderbar schöne Säule. Wenn du da nämlich einmal längs läufst, dann ist mir das auch scheißegal. Dankeschön. Bom, 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 bom. Lass mich raten, du bist jetzt hier, ne? Ach nö. Ach schön. Tür ist verschlossen. Wie ich es hasse. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Womit? Die kaputte war wirklich für ein Sandwichraum. Warum soll ich das Ding denn jetzt mitnehmen? Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich in dem Raum hier. Hier war ich doch schon mal. I was here before. Da geht's runter, aber da geht's auch genauso. Hi. Grünes Kraut. Das andere nehme ich auch mal mit. Zur Not kann ich es nutzen. Von daher. Ja, ja, schön. Okay, ist okay. Bleib liegen. Ich wollte dich nicht stören. Um Himmels Willen, ich wollte dich nicht stören. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Ja, und so wie das aussieht...
Well, das sieht schon nach einer Todesfalle aus. Oh. Oh. Oh, let me guess. I got an idea. Das ist derselbe Schlüssel, ey. Okay, pass auf. Pass auf. Hausschlüssel. Ja, ja, bleib mal hier. Bleib doch mal hier. Ich hab doch was. Oh nein. Whoa. This is some deadly Beyblade. Oh shit, ich muss das ja auch verwenden. Imitation, verwenden. Haha. Der Schorschmann ist doch nicht so doof. Ah, ah, ah. Okay, offenbar hat das Ding aufgehört zu Beybladen. Das ist schön. Schorschmann ist doch nicht so blöd, wie immer alle denken. Nur manchmal. Das ist der zweite Stock. Tür ist verschlossen. Helm-Symbol. Ja, Helm habe ich nicht. Ein Helm habe ich nicht. Ich habe keinen Helm. Die Kamera fuckt mich aber auch echt ein bisschen ab, ne? Also manchmal ja... Ach shit, jetzt muss ich wieder den Gang gehen und dann kommt der Kerl und der ist da. Aber okay, ich gehe jetzt erstmal nochmal zurück zum Safe-Fall. Kombiniere Rot und Ding. Ich weiß noch mit. Aber ich glaube, der Kerl, der jetzt hier ist, der wird mich nicht lassen. Aber wir haben den anderen Schlüssel. Oh, er ist weg. He gone. Wo führte das hier jetzt nochmal hin? Waren wir hier mal? Es ist auch eine Treppe in den zweiten Stock. Oder auch nicht. Hä? What? Raben? Eigentlich ein toter Rabe. Wo kommt ihr auf einmal her? Wo zur Hölle kommt ihr auf einmal her? Ja, da unten, da. Ach shit, aber da komme ich von hier nicht ran. Fuck. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Kar! Kar, ihr Säcke, Kar! Was haben wir davon, wenn wir die Fenster auflassen? Okay, okay, okay. Wow, hi! Du bist ein bisschen rassist. Du bist ein bisschen aggressiv! Jesus! Penner. Genau. Kamera. Och du, ja. Ja, Mensch. Darf ich mal? Danke. Von der... der interessiert mich doch gar nicht. Das war ein Crimson Head? Oh, fucking great. Das heißt, der pimmelt jetzt hier durchs Schloss. Durch sein Wesen. Das ist ja ganz dandy. Okay, warte mal. Aber jetzt haben wir ein grünes. Das heißt, ich kann jetzt mal... Nein, nicht das. Achso. Pass auf. Kombinieren. Gemixte Kräuter. Mein Liebling. Jetzt habe ich eine defekte Knarre am Hals. Das ist, that's just great. So, gut. Den werden wir jetzt erstmal brauchen. Der eröffnet uns jetzt um einiges neue an neuen Gang. Das Problem ist, wir haben immer noch... Ich habe null Munition gefunden in der Zeit. Wirklich null. Aber gut, Farbbänder sind offenbar nicht so rar. Deswegen werde ich jetzt hier diesen kleinen Erfolg mal abspeichern. Zumal da jetzt ein Crimson Penis rumläuft. Mit dem ich mich nicht unbedingt anlegen will. Und für diejenigen, die hier das auf YouTube verfolgen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. So, Leute.